Plätzchen zur Weihnachtszeit, das gibt's nicht überall. Und macht sich auch mal Ärger breit, sie lösen jeden Fall. Probleme mit dem Weihnachtsmann, der sich nicht finden lässt. Jan und Henry sind schnell dran, dann wird's ein frohes Fest. Eisenbahn! Ich wünsch mir ganz dringend eine Eisenbahn. Bist du dir sicher? Dann schreibe ich das nämlich jetzt hier auf den Wunschzettel drauf. Ja, unbedingt. Du, Henry, du musst es aber in schön Schrift schreiben. Ja, ja, ich schreibe immer sehr schön. Weil, wenn es zu schnuddelig geschrieben ist, dann kann es der Weihnachtsmann nicht lesen. Und dann liest er vielleicht statt Eisenbahn Wasserhahn oder sowas. Und den wünsche ich mir doch gar nicht. Nein, ich schreibe sehr ordentlich. Eisenbahn. Und was wünschst du dir, Henry? Oh, gute Frage. Vielleicht eine Tasse. Hä? Aber wir haben doch eine Tasse. Da! Eine Tasse ist ein guter Wunsch. Und dann wünsche ich mir noch eine neue Wintermütze. Aber du hast doch letztes Jahr schon eine zu Weihnachten bekommen. Ja, aber die war ein bisschen zu groß. Die ist mir immer über das Gesicht gerutscht. Hier, guck mal. Ich habe auch schon den Briefumschlag für den Weihnachtsmann fertig gemalt. Och, wie niedlich. Der Weihnachtsmann in seinem Schlitten. Und mit den Rentieren und... Einer Gurke? Ja, ich wollte eigentlich noch mehr Rentiere malen, aber der braune Stift war alle. Da habe ich einfach noch eine Gurke gemalt. Weißt du, was ich mir jetzt noch wünsche? Dass wir den Brief ganz schnell zur Post bringen, damit ihn der Weihnachtsmann auch bekommt. Den Wunsch schreibe ich aber nicht auf den Zettel. Das machen wir jetzt. Ja! Ja. Oh, das wird bestimmt das schönste Weihnachtsfest in diesem Jahr. Du wirst schon sehen, Henry. Ich sehe gar nichts. Die Mütze ist wirklich sehr groß. Guck mal, da ist ja der Weihnachtsmann. Was? Wirklich? Nee, nicht wirklich. Aber auf dem Plakat. Oh. Ui, tatsächlich. Das ist ja schrecklich. Was? Wieso schrecklich? Naja, weil hier steht, Weihnachtsmann gesucht. Gesucht? Er wird gesucht? Wenn er gesucht wird, dann heißt das doch... Er ist verschwunden. Wir müssen ihn unbedingt wiederfinden. Das ist eindeutig... Ein Weihnachtsfall für die Erdmännchen. Das Problem wird angepackt und das Rätsel schnell geknackt. Ja! Steht denn da noch mehr auf dem Poster? Da steht eine Adresse. Theaterstraße 42. Aha! Dann ist er bestimmt da. Aber Jan, wenn er da wäre, dann wäre er ja nicht verschwunden. Ach, am besten gehen wir da einfach mal hin. Dann sehen wir ja, ob er da ist. Oder auch nicht. Hier muss es sein. Oh, guck mal. Da ist ein Mann. Ob das der Weihnachtsmann ist? Ach, aber der sieht ja ganz anders aus als auf deinem Bild. Der hat gar keinen roten Mantel und auch keinen Sack. Der hat einen grauen Mantel und einen Besen. Vielleicht habe ich mich vermalt. Hallo Mann, wir kommen ja, wegen... Halt. Füße abputzen. Oh, Verzeihung. Die Arbeit nimmt doch gar kein Ende. Gerade habe ich fertig gewischt, dann... Weihnachten! Und garantiert der Nächste mit seinen Schlammfüßen. Das geht mir vielleicht auf den Senkel. Ja, wir kommen wegen dem verschwundenen Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Ich wünschte, er wäre verschwunden. Dann gäbe es das Theater nicht hier. Was für ein Theater? Was für ein Theater? Na, das Theater da oben. Guck mal. Oh, hier ist ja wirklich ein Theater. Und glaubst du, hier finden wir den verschwundenen Weihnachtsmann? Ihr habt ihn schon gefunden. Da bin ich. Du? Du bist doch ein Hamster und nicht der Weihnachtsmann. Stimmt, genau. Ich bin nämlich der Weihnachtsmann. Nein, ich. Ich bin der Weihnachtsmann. Aber ich hab die Mütze. Und ich den Bart. Und ich den dicken Bauch. Ach, ihr seid die Hamster. Du bist die Nummer 9, Nummer 10,
Und du die Nummer 11. Ihr werdet aufgerufen, ihr müsst da hinten warten. Ich bin die 11. Ich die 9. Und ich das andere. Ach. Hallo Jan und Henry. Gräfin von und zu. Was machst du denn hier in diesem Theater? Das ist mein Theater. Hast du dir das selbst gekauft? Ich bin doch so schrecklich reich, da habe ich gedacht, na ja, dann kaufe ich mir mal ein Theater. Das ist ja toll. Und alles, was ich damit verdiene, das spende ich für einen guten Zweck. Und das ist ja noch tollerer. Ich weiß nur noch nicht, für welchen. Also Weihnachten ist Eröffnung und ich suche einen Weihnachtsmann. Oh, wir auch. Er ist nämlich verschwunden. Wir haben ein Poster gesehen, da stand genau diese Adresse hier drauf. Ah, das hab ich aufgehängt. Du? Ja, wir eröffnen doch mit einem Weihnachtsstück. Und dann suche ich jemanden, der den Weihnachtsmann spielt. Dann ist der echte Weihnachtsmann gar nicht verschwunden? Ja, das hab ich mir ja gleich gedacht. Und wir dachten schon, Weihnachten muss ausfallen. Nein, das wäre ja wohl noch schöner. Der hätte ich mir die ganze Arbeit sparen können. Ach, herrje, Jan, dreh dich jetzt nicht um. Hinter dir ist die... Da, ihr Doppelkatastrophen! Krokodella. Oh, hallo, Krokodella. Wollt ihr etwa auch in dem Theaterstück mitspielen? Nein, wir wollen... Da habt ihr aber Glück gehabt. Euch würden die eh nicht nehmen. Wieso nicht? Weil ihr keine Schauspieler seid. Aber ich bin super. Ich werde den Weihnachtsmann spielen. Du? Du kannst doch kein Weihnachtsmann sein. Du bist doch ein Mädchen. Ja, dann spiele ich eben das Weihnachtsmann-Mädchen. Ihr werdet schon noch sehen. So, und jetzt steht mir nicht weiter im Weg rum. Ich muss zur Bühne. Eine sehr, sehr schöne Weihnachtsmütze ist da. Hey. Sie müssen sich hinten anstellen. Und Sie sind die Nummer 13. Was? Nee. Ich bin die 1. Was? Aber ich bin doch die 1. Du willst die 1 sein? Da kannst du bis Ostern warten. Da war ich auch die 1. Weißt du, was du bist? Du bist eine 0. Ruhe bitte! Wir fangen jetzt mit dem Casting an. Ich bin der Weihnachtsmann! Hallo, ich möchte gern den Weihnachtsmann spielen. Ich bin der perfekte Weihnachtsmann. Und ich noch viel mehr. Hey. Der Text ist nicht ganz richtig. Es heißt... Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten. Wir sind der Weihnachtsmann. Passen Sie denn durch einen Schornstein? Ja, klar. Ich mach gerade eine Diät. Hi, hi, hi. Das stimmt nicht. Es heißt... Ho. Ho. Hatschi. Entschuldigung. Oh. Fröhliche Weihnacht überall. Weihnachtsmann zu sein war schon immer mein Traum. Meiner auch. Meiner auch. Meiner auch. Meiner auch. Meiner auch. Meiner auch. Jetzt kann ich's. Ha, ha, ha. Nein, der Text stimmt nicht. Es heißt... Ho, ho, ho. Das kann man sich aber auch alles gar nicht merken. Der Text ist viel zu schwer. Also bitte, alle anderen können ihn sich ja auch merken. Alle anderen können mich mal. Ich bin der richtige Weihnachtsmann. Also es tut mir wirklich sehr leid. Ich finde, bei jedem anderen könnte ich mir das wirklich vorstellen, aber bei dir, ja, du hast nun mal kein Weihnachtsgesicht. Tut mir sehr leid. Pah. Bin ich denn jetzt der Weihnachtsmann? Oder ich? Oder ich? Oder ich? Oder ich? Oder er? Uiuiuiuiuiui. Da muss ich mich ja schnell entscheiden. Weihnachten ist ja bald. Ach, richtig. Es ist ja bald Weihnachten. Du, Jan, wir müssen unbedingt den Brief noch wegschicken. Oh, den hätte ich ja fast vergessen. Weihnachten ist eh ein ganz dummes Fest. Und diese blöden Rentiere, die kötteln doch immer alles voll. Na, hat wohl nicht geklappt, was? Ach, diese olle Gräfin hat doch keine Ahnung. Für einen Weihnachtsmann bist du eben nicht lieb und freundlich genug. Pah, ich bin total lieb und freundlich, ihr Matschbirnen. Wir sind keine Matschbirnen, wir sind Erdmännchen. Na, ihr werdet schon noch sehen. Na, wer weiß. Wir gehen jetzt erstmal zur Post. Den Wunschzettel für den Weihnachtsmann wegschicken. Wunschzettel? Gib mal her. Den blöden Brief bring ich für euch zur Post. Du, ja, aber... Na, ist das nicht lieb und freundlich von mir? So, ich bin aber weg. Tschüss, ihr Knallköpfe.
Wir sind keine Knallköppe. Wir sind Erdmännchen. Also irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, Jan. Oh ja, ich auch. Hunger. Nee, ich meine wegen der Krokodilla. Wieso? Na, wenn die was anpackt, gibt es doch immer nur Ärger. Wenn die unseren Brief nicht wegschickt, dann bekommt ihn der Weihnachtsmann nicht. Und wenn der Weihnachtsmann ihn nicht bekommt, dann bekommen wir keine Geschenke. Wir sollten besser nachprüfen, ob sie ihn verschickt hat. Ja. Oh, ob sie ihn vielleicht da in den Briefkasten gesteckt hat? Nee, geht nicht. Der ist kaputt. Ach so. Wer macht denn einen Briefkasten kaputt? Gute Frage. Jemand, der sehr fusselig ist. Fusselig? Ja, guck, hier kleben lauter rote Fussel und weiße Haare. Seltsam. Das untersuchen wir gleich. Jetzt sollten wir erstmal zur Post und fragen, ob Krokodilla unseren Brief abgegeben hat. Ja, genau. Ja. Es ist grauenvoll. Was machen wir denn jetzt? Jetzt werden uns alle fragen, wo ihr Wunschzettel geblieben ist. Guten Tag! Wir wollten fragen, wo unser Wunschzettel geblieben ist. Wir haben gerade ein kleines Problem. Ein großes. Ein kleines, großes Problem. Naja, seht ihr, zur Weihnachtszeit, da schicken alle ihre Wunschzettelbriefe an den Weihnachtsmann. Oh, da hast du bestimmt sehr viel zu tun. Ja, genau, deshalb habe ich auch extra noch eine Brieftaube eingestellt. Ja, aha. Und was ist jetzt das Problem? Alle Briefe an den Weihnachtsmann sammeln wir in diesen Kisten. Oh, so viele sind das aber nicht. Eigentlich sind es gar keine. Ja, eben. Die Briefe an den Weihnachtsmann sind weg. Was? Ja, und nicht nur das. Auch in der ganzen Stadt wurden die Briefkästen kaputt gemacht und die Wunschzettelbriefe rausgeklaut. Ja, aber wenn der Weihnachtsmann keine Wunschzettel bekommt, dann gibt es keine Geschenke. Ganz schön spannende Geschichte, nicht wahr? Ja, wenn ich doch nur wüsste, wie es weitergeht. Ach, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, wie wir das herausfinden. Wie denn? Wir gucken uns einfach die nächste Folge an.